Jetzt mal ehrlich, in eine Beziehung zurückzugehen, die toxisch war, ist wie, als wenn du einen Film nochmal schaust, aber ein anderes Ende erwartest. Wir verstehen uns. Jeder kann eine Rose lieben, aber es gehört schon viel Herz dazu, ein Blatt zu lieben. Es ist gewöhnlich, die schönen Dinge zu lieben, aber es ist schön, gewöhnliche Dinge zu lieben. Dankbarkeit ist die höchste Form der Wertschätzung. Und Wertschätzung ist die höchste Form der Anerkennung. Wisst ihr, was richtig geil ist? Den passenden Menschen an seiner Seite zu haben, ist wie, als wenn man sein eigenes Geld druckt. Jetzt mal ehrlich. Egal, wie dick dein Auto ist oder wie groß dein Haus ist, am Ende nimmst du davon nichts mit. Ja, Geld beruhigt. Aber wahren Reichtum findest du nur im Herzen. Wenn du das verstanden hast, verstehst du das Leben. Ein Gedanke. Wenn dein Herz spricht, halt einfach mal die Klappe und hör zu. Ein Gedanke. Stell immer sicher, dass du auch im echten Leben glücklich bist und nicht nur auf Social Media. Es ist beängstigend, wie Menschen, die uns am nächsten stehen, sich so schnell verändern können und zu Fremden werden. Stell dir vor, du stehst eines Tages lächelnd auf deinem Weg, blickst zurück und denkst so, damals, da hinten, als ich dachte, es geht nicht mehr. Wow. Der größte Schritt in einer Beziehung ist nicht der erste Kuss, sondern der erste Furz. Es gibt in der Regel zwei Arten von Menschen. Die, die dir zuhören, um dir zu antworten. Und die, die dir zuhören, um dich zu verstehen. Allein sein zu müssen, ist das Schlimmste auf dieser Welt. Allein sein zu können, das Höchste. Ein Augenblick kann einen Tag verändern. Ein Tag kann ein Leben verändern. Und ein Leben kann die Welt verändern. Mut ist nicht immer laut und glanzvoll. Manchmal ist Mut einfach die kleine Stimme am Ende des Tages, die sagt, morgen versuche ich es noch einmal. Wenn du jemanden vermisst, ist es die Art deines Herzens, dir zu sagen, dass du ihn liebst. Jemanden zu lieben ist wirklich schön, vor allem dann, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht. Aber egal, wie schön das auch sein mag, man darf nicht vergessen, sich selbst hin und wieder ein wenig Liebe zu schenken. Wenn du das nächste Mal mit den Menschen zusammen bist, die dir wirklich wichtig sind, denke immer an Folgendes. Manchmal werden wir den Wert eines Moments nicht erkennen, bis er zur Erinnerung wird. Einen Umzug kann man ein wenig mit dem Leben vergleichen. Wenn du umziehst, dann solltest du nicht die alte Klobürste mitnehmen, besser sogar direkt ganz wegschmeißen. Ähnlich ist es im Leben. Wenn du was Neues anfängst, lass die alte Scheiße da, wo sie ist. Wenn sich ein Mann wünscht, dass eine Frau ein Engel auf Erden ist, muss er ihr den Himmel bereiten. Weil Engel leben nicht in der Hölle. Wenn dir jemand sagt, dass es ihm nicht gut geht, solltest du es wirklich ernst nehmen und zuhören. Ich meine wirklich zuhören. Denn sei mal ehrlich, wie schwer ist es, sich zu öffnen und zuzugeben, dass man Probleme hat? Wenn du in einer Beziehung bist, mache dir immer wieder bewusst, die beste Beziehung ist die, in der jeder Partner den anderen mehr liebt, als dass er ihn braucht. Gott gebe mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, die Dinge anzugehen, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Eine Sache habe ich gelernt.
Alles ist vorübergehend. Emotionen, Gedanken und Menschen. Achte darauf, nicht abhängig zu werden. And the worst of it all, I still believe in you. Im Leben geht es nicht darum, wie schnell du läufst oder wie hoch du kletterst. Es geht darum, wie gut du federst, wenn du fällst. Es gibt da draußen Menschen, die werden dich niemals verstehen. Und egal wie oft du dich erklärst, egal wie laut du wirst dabei, sie werden nicht hören, was du sagst. Und diese Menschen sind deine Energie nicht wert. Ob du denkst, du kannst etwas, oder ob du denkst, du kannst etwas nicht, du hast in beiden Fällen recht. Bei einer Sache kannst du dir sicher sein. Es wird nicht jedem gefallen, was du machst. Sie werden dich kritisieren, vielleicht auch auslachen, belächeln. Weißt du was? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du es magst. Nein, da irrst du dich. Sie liebt mich. Nein, Bo. So sind die Menschen, okay? Sie tun so, als würden sie dich lieben. Sie tun so, als wären sie immer für dich da. Und eines Tages packen sie ihren Kram zusammen und ziehen weg. Und sie nehmen ihre Liebe gleich mit. Ich habe es satt, ständig für alles kämpfen zu müssen. Ich weiß, nichts, was sich zu haben lohnt, fällt einem einfach so in den Schoß, aber irgendwann ist doch mal gut. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Irgendwann kann ich einfach nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie lange ich dieses Irgendwann noch hinauszögern kann. Ich habe es satt, ständig für alles kämpfen zu müssen. Ich weiß, nichts, was sich zu haben lohnt, fällt einem einfach so in den Schoß, aber irgendwann ist doch mal gut. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Irgendwann kann ich einfach nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie lange ich dieses Irgendwann noch hinauszögern kann. Auf unserem Weg wird es immer wieder Momente geben, in denen wir nicht wissen, was als nächstes passiert. Momente der Unsicherheit, Momente der Angst. Jeder von uns hat sie. Lass sie auf dich zukommen und hab Vertrauen. Du schaffst das. Sei stets wachsam, denn nicht jeder, der so tut, meint es auch wirklich gut mit dir. Entschuldige dich niemals für deine Gefühle. Es gibt niemanden, der genau das fühlt, was du fühlst. Niemand hat das Recht, über deine Gefühle zu urteilen. Das, was du fühlst, ist immer echt. Eines der schlimmsten Gefühle ist es, von jemandem verletzt zu werden, den du über alles liebst. Von jemandem, der dir gestern noch das Gefühl gegeben hat, etwas Besonderes zu sein, der dich aber heute nicht mehr will. Und genau das ist der Moment, wo du überlegen solltest, wie es weitergeht. My broken. Wenn es eine Sache gibt, die ich im Leben gelernt habe, am I flawed? Dann ist es die Tatsache, dass es weitergeht. Aber für einige ist genau dies das Traurige daran. Do I deserve a shred of work? Ein Gedanke. Glückliche Menschen haben keine Zeit, anderen Schmerzen zuzufügen. Das ist nur eine Sache für Loser. Hör niemals auf, das zu tun, was du liebst. Lass dir nicht einreden, dass es falsch ist, wenn es sich richtig anfühlt. Lass dir nicht vorschreiben, was das Richtige ist, wenn es sich für dich falsch anfühlt. Du verdienst es, das zu tun, was dich glücklich macht. Erinnerung kannst du niemals loslassen. Niemals. Es geht nicht. Person kannst du loslassen. Es ist möglich. Gefühle. Meine Güte. Die Wahrheit ist, ich hatte so lange vergessen, was das überhaupt ist. Ich saß irgendwie fest, wie in einer Höhle, könnte man sagen. Einer tiefen, dunklen Höhle. Weißt du, du bist einer dieser Menschen in meinem Leben. Von den wirklich wenigen Leuten, die ich im Leben habe. Die mir einfach viel bedeuten und mein Leben so viel schöner machen. Einfach nur, weil es dich gibt.